Eine für alles, so oder ähnlich könnte es lauten, das Motto der neuen integrierten Leitstelle in Bayern. Alle Rettungsdienste, egal ob es brennt oder der Notarzt gefragt ist, werden künftig nur noch über die 112 alarmiert. Insgesamt 26 integrierte Leitstellen soll es in Bayern geben, 13 sind schon in Betrieb und in Geretsried gibt es eine Lehrleitstelle, wo junge Feuerwehrleute ausgebildet werden. Und da schalten wir jetzt hin. Vor Ort ist unsere Live-Reporterin Ursula Hoffmann. Und es sieht hier aus wie in einem überdimensionierten, absoluten Hightech-Callcenter. 18 angehende Disponenten für die neue integrierte Leitstelle aus ganz Bayern werden hier ausgebildet. Der Arbeitsplatz, relativ großer Schreibtisch mit 3 Monitoren. Da sieht zum Beispiel der Oliver Ramm aus Coburg, der jetzt hier sitzt, immer eine Karte vor sich, dass er genau weiß, wo der Notfall passiert ist. In der Mitte hat er eine Maske, wo er eingeben kann, was passiert ist und wen er dann alarmiert. Und ganz rechts sieht er alle Kräfte in seinem Landkreis, alle Feuerwehren und Rettungswagen, die er dann auch losschicken könnte zum Einsatz. Und der Clou hieran, weil es ja eine Trainingssituation ist, der verbirgt sich hinter dieser schwarzen Glasscheibe da drüben. Da sitzt nämlich der Trainer, der dann natürlich auch den Anrufer spielt und so jemanden wie den Oliver hier in absolute Unruhe und in Stress versetzen will. Und das könnte dann zum Beispiel eine Situation sein, wie sie auch heute hier schon auf dem Gelände geübt wurde, eine Gasexplosion in einem Wohnhaus. Und da gibt es auch gleich den entsprechenden Notruf dazu. Und wie das ganz genau ausschaut, dazu wollen wir jetzt direkt live rüberschalten hinter diese schwarze Glasscheibe und uns da mal einklinken. Der Werner, Alex, mein Name, grüß Sie. Ich bin in Lohr am Main, da in der Hauptstraße. Sie da, bin jetzt gerade aufgeschreckt worden, da hat es eine Explosion gegeben in einem Mehrfamilienhaus. Ja, Straße, Hauptstraße, sagen Sie? Hauptstraße Nummer 10 war das. Nummer 10, jawohl. Sie, da müssen es gleich jemand schicken. Da brennt es aus dem Fenster raus. Sie sind der Herr? Mein Name ist Werner, Alex Werner. Der Herr Werner, geben Sie mir Ihre Telefonnummer. 68829. Jawohl. Das ist ein Mehrfamilienwohnhaus, haben Sie gesagt? Ja, richtig, ein Mehrfamilienwohnhaus. Wissen Sie, wie viele Leute in diesem Wohnhaus wohnen? Circa 5 Personen. Also das wird hier alles ganz professionell gemanagt. Schauen wir gleich mal rüber zum Verantwortlichen hier, zum Leiter der Ausbildung. Worauf kommt es jetzt wirklich an, wenn man diese Notrufe annimmt? Was kann man falsch machen? Was sollte man vermeiden? Ja, sehr viel. Also zunächst einmal muss man eine richtige Notrufabfrage machen, also herausfinden, was ist wirklich passiert. Dann möglichst schnell natürlich versuchen, die Kräfte zu disponieren und dann auch zu alarmieren, damit halt den Bürger in Not möglichst schnell geholfen wird. Ja. Man kann zum Beispiel einen falschen Namen abfragen, falsche Straße, damit ist das Verhängnis vorprogrammiert. Mhm, gut, das soll auf keinen Fall passieren. Und wir wollen Ihnen auch mal zeigen, wie wichtig es ist, dass es diese neuen integrierten Leitstellen gibt. Denn da kann zum Beispiel sowas vermieden werden, wie das, was unser Beispiel jetzt zeigt, ein schwerer Unfall im Landkreis Steinhöring. Ein BMW-Fahrer kollidiert bei einem Überholmanöver auf der B304 mit einem entgegenkommenden VW Golf. Die VW-Fahrerin stirbt noch an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher und 3 weitere Personen werden schwer verletzt. Die Feuerwehren aus Wasserburg, Pfaffing und Edling fahren zur Unfallstelle. Wie sich herausstellt, liegt diese direkt an der Landkreisgrenze. Die Nachbarfeuerwehr aus Steinhöring wäre schneller vor Ort gewesen. Sie wurde aber nicht alarmiert, weil sie für diesen Landkreis nicht zuständig war. Eine Panne bei der Organisation. Beinahe wären deswegen noch mehr Menschen gestorben. Und das wegen eines Kompetenzgerangels unter Landkreisen. Also Kompetenzgerangel der Landkreise. Inwiefern ist denn sichergestellt, dass sowas jetzt mit den neuen integrierten Leitstellen nicht mehr passiert? Die Technik kann das. Das ist auch Grundvoraussetzung, was der Gesetzgeber verlangt. Entscheidend ist, dass die Landkreise, die zuständig sind für die Planung der Einsatzkräfte, auch die richtigen Daten eingeben. Und die sind jetzt auch so sensibilisiert, dass sie das wirklich machen? Oder wie überwacht man das, dass das auch passiert? Ich gehe davon aus, dass sie sensibilisiert sind. Aber wie gesagt, man muss sie natürlich informieren, aufklären. Und die rechtlichen Grundlagen sind eigentlich geschaffen, dass es so auch ablaufen soll. Okay, also eine ganz wichtige Sache mit den neuen integrierten Leitstellen. Vielen Dank für den Einblick hier. Und jetzt wollen wir nochmal rüberschauen zu unserem Disponenten, zum Oliver Ramm, der das hier alles absolut perfekt und ruhig gemanagt hat. Wie viele Feuerwehren und Rettungswegen haben Sie denn jetzt losgeschickt zu dieser Gasexplosion? Insgesamt habe ich 12 RTWs, 15 KTWs, 4 Löschzüge, einen Rüstzug und einen technischen Zug vom THW dorthin geschickt, wie die Führungsgruppe Katastrophenschutz und die örtlichen Einsatzleiter. Und wie machen Sie das? Sie haben ja Tag für Tag mit wirklich aufgeregten Anrufern zu tun, dass Sie so cool und ruhig bleiben. Sie scheint ja gar nichts irgendwie zu stressen. Ja, nee, nicht wirklich. Und zwar der
Der Anrufer ist sehr gestresst, der kommt hier rüber. Ich muss einfach ruhig bleiben, weil wenn ich mich jetzt auch jetzt in Aufregung begebe, mache ich eine falsche Abfrage. Ich habe das Problem, dass ich dann meinen Stress auch an die Fahrzeuge weitergebe und das ist für die Einsatzdisposition überhaupt nicht gut. Okay, vielen Dank, Oliver Ramm. Also, und ich glaube, wir haben gesehen, wie wichtig das hier ist in der Ausbildung für die neue integrierte Leitstelle. Und ich denke, bei solchen Disponenten muss man keine Angst haben, dass da nicht die richtigen Leute losgeschickt werden. Also alle sicher und in besten Händen hier, denke ich.